Hallo liebe Leute, ich wollte das Thema Selbstliebe auch noch ansprechen, weil das ist auch gerade aktuell. Selbstliebe bedeutet, dass du dir das tust, gerade auch wenn es nur etwas total Kleines ist, was dir in dem Moment sich harmonisch anfühlt, was aus einer Art Wellness heraus, aus einem Wohlbefinden dir sich einfach gut anfühlt für deinen Körper. Also wenn du sagst zum Beispiel, oh, ich will mich mal zurücklehnen, ich will mir einen Tee machen, dann ist das eine Form von Selbstliebe. Ich gönne mir eine Massage, ich gönne mir das und das. Das muss nicht unbedingt mit Geld zu tun haben, sondern es ist einfach so ein Wohlbefinden. Es kann auch sein, so, oh, ich habe jetzt mal Lust in den Wald rein, um mich einfach da hinzusetzen, oder ja, einen guten Tee zu machen. Das können ganz kleine Gesten zu deinem eigenen Körper hin sein. Und das ist wirkliche Selbstliebe. Und wenn du das regelmäßig praktizierst, bekommst du auch ein ganz anderes Körpergefühl. Und dazu brauchst du aber auch ein bisschen Stille. Einfach mal den Moment wahrnehmen, reinhorchen, Herzintuition und spüren, auf was du jetzt gerne Bock hättest. Manchmal bedeutet es auch, von anderen Leuten wegzugehen, mit der Natur sein, die Vögel füttern, mit dem Hund oder einer Katze oder was auch immer. Was für dich wirklich seelisch eine Art und körperlich vor allem auch ein Wohlbefinden ist. Und wenn du das regelmäßig machst, dann kommt diese Selbstliebe automatisch wieder. Ich würde daraus nicht zu große Akt machen. Ich muss dort und dort hinfliegen. Ich muss unbedingt irgendwie ins Ausland. Ich muss. Das kann aber dann auch kommen. Aber prinzipiell sind es die kleinen Dinge. Boah, ich setze mich immer gemütlich irgendwo hin. In den Wald zum Beispiel, mit einer Tee, Thermoskanne mit Tee drin, leckerem Tee drin, und jetzt genieße ich das mal für mich. Es müssen nicht immer diese großen Sachen sein. Im Gegenteil, die großen Sachen sind meistens, haben gar nicht so viel mit Selbstliebe zu tun, als eher eine Projektion, was du denkst, das dir gut tun würde. Das wollte ich mal mit euch teilen, für die Leute, die nicht wissen, was Selbstliebe ist, weil früher wurde mir oft selbst gesagt, es gab viele Frauen, die mir gesagt haben, du liebst dich nicht selbst. Und ich so, hä, das würden die mir sagen. So. Ich glaube, die haben es selber auch nicht verstanden. Die wollten es einfach nur irgendeinen Scheiß auf mich ablagern, den sie selber irgendwie nicht, mit dem nicht klargekommen sind. Und ich konnte es aber nicht so richtig. Also schon das Thema selbst, wir haben mich dann so gefragt, okay, was ist das eigentlich? Ich meine, wenn ich jetzt spirituell erwacht bin und es gibt kein Ich, also es gibt nur das Sein, was ist dann Selbstliebe? Wieso sagt mir eine Frau, ich habe keine Selbstliebe, wenn ich einfach nur als nichts im Sein weile und kein Ich wirklich bin. Also dann kann es ja nur Projektion sein. Aber ich habe aber trotzdem so ein bisschen drüber nachgedacht. Da habe ich gesagt, was ist denn tatsächlich Selbstliebe? Und es ist eigentlich, dass du dir was Schönes tust. Mehr ist das nicht. Ob in Gedanken, in Gefühlen oder in einem Akt.